Ja, ihr seht hier noch dieses Fenster, weil da kommen wir gleich zu. Damit erstmal herzlich willkommen zu Resident Evil 8 Village. Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon in der Demo angesprochen. Ich werde da jetzt nicht immer Resident Evil Village zu sagen, weil es ist nun mal Resident Evil 8. Auch wenn ich wie bei Teil 7 nicht ganz der Meinung bin, dass es den Namen noch wirklich gerecht wird. Es ist ein geiles Spiel gewesen, Teil 7. Teil 8 wird bestimmt auch mega geil. Aber es hatte meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Resident Evil zu tun. Aber naja, ich will gar nicht groß drum rumquatschen. Ich habe mich mega auf dieses Spiel gefreut. Ich freue mich schon seit Ewigkeiten auf dieses Spiel. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Und ja, damit man gleich ein bisschen drin ist, kann man hier sich nur kurz Rückblende, was in Resident Evil 7 passiert ist, angucken. Und das machen wir natürlich auch mal. Dann viel Spaß bei der Rückblende, ich werde es auch genießen und bis gleich. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Naja, nachdem ich alles gemacht habe. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Nee, war ja auch kurz und knackig. Ich muss aber ganz kurz, ich sehe gerade da oben. Geht's ja weg. Aber ich werde mal ganz kurz bei Greenscreen noch nachjustieren. Und dann geht's gleich weiter. So. Ja, das haben wir jetzt gesehen. War kurz und knackig, ohne wirkliche Spoiler, sag ich mal. Ich meine, dass am Ende Redfield aufgetaucht ist und dass Evelyn der. Es war eigentlich schon Spoiler, aber es ist halt viel, was so während des Spiels noch passiert ist, nicht gezeigt worden. Also fand ich ganz gut. Resident Evil 7 kann man trotzdem noch genießen. Es gibt davon leider keine YouTube-Aufnahmen von uns, also von mir, weil ich habe das damals leider nicht gemacht. Zu der Zeit gab es noch kein. Habe ich das noch nicht gespeichert und für YouTube fertig gemacht. Es tut mir wahnsinnig leid und ich glaube, wenn ich das nochmal spiele, wäre das Ergebnis verfälscht. Es ist zwar schon ein bisschen her, weil dazwischen kam ja noch Resident Evil 3 und 2. Also 2 und 3. Jetzt ist Village dran, also ein bisschen Zeit ist ja bei Resident Evil 7 schon her. Gut, aber wie gesagt, damit nochmal herzlich willkommen zu Resident Evil Village, Resident Evil 8, wie ich es wohl wahrscheinlich eher nennen werde. Ja, und dann wollen wir mal rein in das Vergnügen, ne? Ich hab richtig Bock, ein paar Vampire und Werwölfe wegzuballern. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Neues Spiel. Wir spielen auf Standard. Da werde ich wahrscheinlich wieder öfter gefragt, ob ich den Spielmodus oder den Schwierigkeitsgrad runterschrauben will. Und das werde ich nicht tun. Nein, nein, das machen wir nicht. Dorf der Schatten. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer.
Fest entschlossen, Bären zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Ui, Fischi. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Okay. Nette Gute-Nacht-Geschichte. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Das war ja wirklich eine Gute-Nacht-Geschichte. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Hatten wir jetzt eigentlich Mia oder Zoe gerettet, damals bei Resident Evil 7? Ich mach uns Essen. Oder was wäre damals gewesen, wenn wir Zoe gerettet hätten? Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Absolut. Wer will sich daran schon erinnern? Hast du was gesagt? Nee. Nichts. Ich bring sie ins Bett. Wer ist die zum Gehen? Ist ja gut. Wo ist denn das Kinderzimmer? Ist das hier das Kinderzimmer? Oh, automatische Türen. An dem Fleck hier geht Ethan bestimmt ungern vorbei. Da ist der Kinderwagen. Wir gehen mal hier hoch. Ist gut. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Noch eine automatische Tür? Ne, ins Bad bringen wir das Kind nicht. Wo gehen wir denn hin? Wo ist denn das? Was da, meine Kleine? Ist das Kinderzimmer? Ja. Da. Nicht über den Ball fliegen. Rose hinlegen. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, jetzt läuft auch normal. War nur wie dem Kind auf dem Arm. Hätte auch hier lang gehen können.
Welche Wohnung haben sie? Das ist ja ein Haus, ne? Hallo? Mia! Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Wo wohnen wir denn? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Anu! Ui. Mia! Alter! Mia, oh Gott! Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Ach stimmt, der soll ja zu den Bösen gehören, ne? Aus irgendeinem Grund. Los, Bewegung! Aber mit Schubsen. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Aua. Rose. Der Grund, gewalttätig zu werden. Könnt ihr mir nicht tragen? Ziehen ist immer so ungemütlich. Telefon. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Wird schon ein Flashback? Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es! Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Okay. Ich glaube, wir werden auch erfahren, worum es da geht. So. Nochmal Telefon. Grüß mal wieder in der Gegenwart. Warum die mich denn abgesetzt? Ah, die haben einen Unfall gebaut. Oh, sorry, Kumpel, ich geh da mal ran, ne? Du gehst da wahrscheinlich nicht mehr ran. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck.
Was ist das? Schöne Akten. Guck doch in die Akten. Ich will antworten. Passiert? Kann ich in die Akten gucken? Nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziele, Ziel, eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Und warum hat die Mia jetzt umgelegt? Muss ich nicht verstehen, ne? Aber egal, wir kriegen schon noch unsere Antworten. Aber tapsen hier erstmal durch den Schnee. Aber irgendwann muss er hier schon lang getapst sein, kurz vor uns. Oder irgendwas. Muss ja nicht sein, dass das irgendwer ist, ne? Hallo? Bin schon mal froh, dass das gerade nicht Slender ist. Okay. Gar nicht gruselig. Nein, nein. C war zum Crouchen, ne? Ja. Aber er spürt noch was in der Hand. Ich würde gerne mal sehen, ob die drauf geachtet haben, dass die Drähte noch da drin sind.